in einem Horrorspiel beeindrucken will, holt euch ein... Hallo, meine Freunde, mein Name ist Omageddon und willkommen zurück zum Hashtag Creepy Saturday. In der heutigen Folge spielen wir Leia oder Leia, das Indie-Horror-Game, was ich auf Game Jolt entdeckt habe. Ja, eine Klassenkameradin von mir ist auch damals Leia, der pure Horror. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal direkt mit dem Indie-Horror-Game an und schauen uns, was sie uns hier drinnen erwarten mag. Gruselige Töne, ein Schlüssel, wir gehen in eine Tür hinein. Spannend. Tür schließt sich und wir machen eventuell Licht an, das wäre ganz... Ist jetzt schon der pure... Oh, ey, wer bist du denn? Wir können rennen, cool. Vor allem, was ist das für eine Ansicht? Wow, was ist das für eine Mausintensität? Oh, und Teddy. Ihr müsst wissen, ich muss meine Maus minimal bewegen. Oh, das Bild ist... Wow, Mann, kann man das mit der Maus nicht umstellen? Ich glaube nicht, oder? Nee, okay, ich muss erstmal mit dieser Mausintensität arbeiten. Okay, so. Leia, we had to go out and pick up a few. I asked minute things. Feel free to head upstairs to your room, Mom. P.S. Sorry, the television is nicht am... arbeiten. Okay, das geht nicht auf, die Tür. Dann müssen wir raus. Nee, okay, dann gehen wir mal zu dem Bild hier. Hier können wir nicht mehr rennen auf einmal. Die Frage ist, wieso? Und was mich immer noch megamäßig abfuckt, ist diese Mausintensität. Die ist ja schlimm. Mama, die Tür ging nicht offen, ne? Nein. Oh Gott, nein, nein, nicht so schnell bewegen, bitte. Hier. Boah, wenn ich mich gleich einmal erschrecke, fliege ich ja einmal... Wow, wo bin ich jetzt? Hier rum. Kann ich rausspringen? Kann ich nicht. Okay. Das erste Rätsel hier im Indie-Horror-Game. Können wir die Schublade öffnen? Ja, Schlüssel. Nice. Interessant. Schlüssel gefunden. Und können wir jetzt nach draußen oder hier rein? Ja! Ich erschrecke mich ja schon bei der Tür, meine Güte. Schon wieder du. Wer bist du? Der sieht aus wie ein fröhlicher Schüler, der dann zum Psychopathen wird. Vor allem, was ist das für eine Hand? Moment mal, wo kommen diese... Allein schon das finde ich mega spooky. Ich habe keine Ahnung, worum es in die Spiel geht. Ich habe das Spiel bei mehreren Let's Playern gesehen. Einmal bei Holly, einmal bei Markiplier letztens. Und da dachte ich mir, komm, wenn das so viele spielen, dann spielen wir es doch auch mal. Ich habe mir das im Übrigen... Hallo, Leia. Oder wer auch immer da drin ist. Keine Ahnung. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Haben wir eine Taschenlampe? Nein. Vielleicht müssen wir auch eine Taschenlampe oder so finden. Raus können wir schon mal nicht. So viel steht fest. Ein Kalender. Heute ist Leias Birthday. It's my birthday. It's my birthday. Okay, nicht. Ist doch nicht mein Birthday. Sollen wir da mal reinstürmen? Archie Peña. Wir gehen mal zum Teddybären. Oh, das wird böse enden, glaube ich. Leia. Dein Teddybär. Können wir das Licht ausmachen? Eine Taschenlampe. Hui, dankeschön. Oh, jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was hier im Raum. Ohne Taschenlampe hätte ich hier wahrscheinlich einen Herzkollaps bekommen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür geht leider auf und da ist eine Ecke und... Oh, ich hasse es, wenn man solche Duschen hat. Was ist denn da an der Wand? Das ist ein Foto, ne? Remember this? Erinnerst du dich daran? Nein. Ich ahne Böses bei diesem Game. Okay, wir gucken mal in den Spiegel, wo wir nicht reingucken können. Ich mag diese Engine irgendwie nicht. Die ist ein bisschen... meh. Gut, wir haben ein Bild gefunden, wo drauf stand. Na, Siyuk-Yuk, erstmal vorher, bevor wir in diesen Raum gehen und gucken uns jetzt das an. Teen dies after jump from... Wer kommt? Wer war das? Ich glaube, Teddy hat sich bewegt, oder? Ne, Teddy ist, glaube ich, stehen geblieben. Also, Teddy ist noch da anscheinend. Uiuiuiui. Also, Teen starb? Hä, wo kam das Klopfen her? Von draußen? Och, Mann, ey. Ich würde mich so gerne hier umschauen, aber das mit der Maus regt mich so ein bisschen auf. Vor allem, ich muss die Maus minimal bewegen und drehe mich fast um 360 Grad. Aber ich will mich gar nicht... Wie spät haben wir es? Ist ja gerade erstmal 25 vor 10. Come on. Da kann es nicht so dunkel sein, oder? Es sei denn, wir sind im Winter, aber... Hä? Waren nicht vorhin die Treppen oben? Ich glaube schon, ich ahne Böses. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wow, was ist das für ein... Ist das Leia? Nein, aber das ist eine richtig gruselige Statue. Aber... The Bridge Builder. The Builder Lift is Halt Grabhead. Good friend in the path I have come. He said you for... Okay. Tschüss. Ich will mir das eigentlich... Hört ihr das Flüstern? Ich mag sowas, aber nicht, wenn ich selber spiele. Ist das Teddy? Müssen wir Teddy mitnehmen? Das ist ein Geist von Teddy. Ah, ein Zettel steht da.
Death of Salem, Arthur Miller. Some have the courage to live, other... Ach man, ey, warum müssen alle Indie-Horror-Games auf Englisch sein? Gut, Englisch ist die Hauptsprache, aber trotzdem. Ein deutsches Indie-Horror-Game wäre auch nicht schlecht. Wow, warum ist da oben ein Tisch? Oh, wehe, der Tisch fällt runter, dann haben wir Aua auf Kopf. Und Aua auf Kopf ist nicht gut, da wir sonst ins Krankenhaus oder sowas in der Art müssen. Und warum kann ich nicht mehr rennen? Komisch. Und je mehr ich hier lang gehe, desto komischer wird das Rauschen. Ach nee, das ist der Hals. Ah. Das ist kaputt gegangen. Da müssen wir Teddy hinbringen, oder? Ach, naja, wir holen mal am besten Teddy. Funktioniert das, wenn wir Teddy holen? Hallo? Oh. Das war vorhin noch nicht da, oder? Ich glaube, jetzt beginnt der Spaß hier. Oh Gott. Leia. Beziehungsweise Leia, ich weiß, wir waren mal in einer Klasse. Aber deswegen habe ich doch einen Bonus, oder? Ja, sowas ist cool. Vor allem, was wird mit den Wänden hier? Warum scheint es da so rot? Da hat wohl jemand Ketchup oder rotes Erotiklicht, um mich einzuladen. Och, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, cool. Ach, schon wieder der Junge. Sag bloß, Leia war ein Junge. Wenn Leia ein Junge war, wäre das gar nicht sehr spooky. Was ist hier? Da liegt irgendwas. Okay, Birth Suicide. Okay, schön. Suizid, nichts Besonderes hier im Spiel anscheinend. Genießen wir zusammen diese melancholische Musik. Ich hole jetzt meinen französischen Akzent raus. Und wir gehen einfach zusammen in diese Raum und schauen, was hier so ist. Da ist wieder dieser Junge mit seinem sehr erotischen Blick. Und mit diesem erotischen Blick guckt er uns alle an, vorne mit seiner riesigen Stirn, wo ein Flugzeug drauf parken könnte. Und da ist schon wieder dieser Junge. Und dieser Radio ist immer lauter. Und was ist das hier? Das sieht aus wie ein... It's a simple thing. The simple what? Oh, bitte, diese Musik soll nie aufhören. Das finde ich unangenehm. Oliver ran with me to the park today. I wish he would play with me more, but he only reads, hä? Okay. Das ist die Statue, ne? Hey, Teddy! Hi! Teddy, gib High Five! Ich! Raus! Oh, das Ding ist weg. Okay, wir gehen mal am besten in diese letzte Tür. Wobei, ich würde noch gerne in die hineinschauen. Ich wollte Teddy einen High Five geben, aber der Geist hat mich nicht gelassen. Wir gehen mal am besten noch hier rein. Ich will alles durchschauen. Oh, cool, eine Amnesia-Lampe. Können wir leider nicht mitnehmen. Ein Heft liegt hier. Das Heft gucken wir uns mal an. Leia has been calling more often than... I can clearly that something important that I... Boah, ich kann diese Schrift schon gar nicht lesen. Ich muss sagen, ich habe selber eine grandiose bzw. Mehlschrift. Aber das kann ich echt nicht lesen. Da habe ich... Oh Gott! Was ist hier los? Kann die Musik bitte wiederkommen? Oder nie wieder aufhören? Oh Gott, diese Enggänge. Ich habe riesige Angst davor. Also, wenn man mich... in einem Horrorspiel beeindrucken will, holt euch ein... Ah! Okay. Leia? Ich weiß. Du magst mich. Oh Gott. Ah! Oh Mann, ich hab Angst. Das ist cool. Das ist cool. Sowas feiere ich. Wow. Oh. Ey, das fand ich cool, ja. Das geht... Ich lauf mal. Boah, Leute. Das ist ein cooles Horror-Game, muss ich zugeben. Die Grafik gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Vor allem, was ist gerade für ein Geräusch? Das Geräusch kommt meistens, wenn man irgendwie verfolgt wird, oder? Oh, jetzt ist sogar die Musik weg. Die Musik hat mich minimal beruhigt, muss ich sagen. Also sowas beruhigt mich immer. Als ob wir jetzt hier runterlaufen müssen. Das dauert ja Ewigkeiten. Kann es sein, dass wir irgendwie verfolgt werden, oder? Ich hätte auch liebend gerne die Schublade oben geöffnet, aber ich habe das Gefühl, dass wir sterben, oder? Können wir überhaupt sterben, oder... Ich lasse mal die Taschenlampe an. Ohne Taschenlampe ist doch nicht so hell. Naja, wenn wir schon mal hier auf dem Weg sind nach unten, können wir uns ja ein bisschen unterhalten, nicht wahr?
Na, was macht ihr gerade? So, das erinnert mich so ein bisschen an SCP, oh Gott, das war der erste Hashtag Creepy Saturday. Das Einzige, was man da auch machen musste, waren Treppen laufen. Hört sich am Anfang leicht an, aber das war wirklich schwer. Also, wenn ihr euch wirklich das mal anschauen wollt, den ersten Part vom Hashtag Creepy Saturday, tut's einfach. Ich hab da so rumgeschrien, das waren Zeiten, ey. Ich glaube, wenn ich mal eine Infocard benutzen sollte, was ich irgendwie nie tue, werde ich sie mal oben einblenden. Ich hoffe, ich denke mal daran, aber ich glaube, ich vergesse es wieder hundertprozentig. Tue ich immer irgendwie. Gut, kann man jetzt. Uiuiuiuiui. Okay. Wir haben gerade gesehen, wir werden verfolgt, aber wir sollten dennoch einfach mal weiter nach unten laufen. Ohne großartig nach hinten zu schauen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Dieser Weg wird sehr dunkel sein. Oh. Oh nee, das kommt immer noch, dieses Bumm. 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 Was liegt da? Ups, nein. Ich geh mal. Ach Gott, auch nicht schon wieder der Junge. Was ist das denn für ein Junge? Vor allem, der hat einen Arm um sich, wo keine Person ist. Boah, wenn die Person jetzt auftauchen würde, das wäre. Ach nein, das ist doch Jumpscare-like. Oh, doch nicht. Das sieht aus wie eine Kirche. Aber warum sind wir auf einmal in der Kirche? Oh Gott, das. Ich ahne Böses. Im wahrsten Sinne des. Leer and. Oh Gott, was? Also, Leute, ich weiß, im Übrigen, ich gebe euch jetzt eine Warnung. Hinter mir wird irgendwas stehen. So viel ist sicher. Oder wenn ich das wegdrücke. Auf jeden Fall hat Oliver, glaube ich, seinen kleinen Pipi-Mann auf Lea gedrückt. Oder irgendwas mit seinem kleinen Pipi. Nein. Nein, der wollte seinen kleinen Pipi-Mann, glaube ich. Hä? Moment mal, müssen wir zurück? Oh oh. Oh oh. Oh oh, das ist nur dunkel. Ich sehe gar nichts. Komplett nichts. Oh, ich ahne. Hä? Ne, Moment mal. Hier muss das Spiel doch enden, oder? Zwei Vögel, in der Mitte ist ein Engel. Lea und Oliver. Ja, aber was ist mit den beiden, wenn ich fragen darf? Mysteriös. Ich weiß es nicht. Okay, wollen wir mal YOLO-like da reinlaufen? YOLO! Ach, ich... Nein! Nein! Huch! Oh Gott, das war gar nicht mal so dumm, ne? Oh, ich hab mal gelesen, dass sich jemand... Warte, was? Now we can play together. Ach nein, ich will nicht... Hä? Was? Hä? Das Spiel ist jetzt echt zu Ende? Aber... Okay, wir haben das Spiel jetzt gespielt, so wie es klar. Wir sind jetzt mit Leia da rumgelaufen. Wir haben ein bisschen erfahren, dass Leia ein kleines Mädchen ist, was wahrscheinlich von einem Pädophilen oder so entführt wurde oder so eine Art. Ach Gott, wenn mein Englisch nur ein bisschen besser wäre. Also Leia ist jetzt ein Mädchen gewesen, das ist klar, ne? Und Oliver war wahrscheinlich ein Typ, Pädophiler oder so und hat Leia irgendwie mitgenommen. So wie ich es verstanden habe, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Naja, ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie habt ihr die Story interpretiert? Ich bin gerade ein bisschen ratlos und muss ein bisschen darüber nachdenken. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Hashtag Creepy Saturday. Schreibt mir doch Spielevorschläge gerne unten in die Kommentare rein. Und ich sehe dich beim nächsten Hashtag Creepy Saturday. Bye bye.